Ja, und jetzt willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir sind immer noch im Seeland, haben nun endlich die Zeit abgesessen, um hier an der Strandfahrer der Thermalinsel Samen. Ich habe da so keinen sinnvollen Satz rausbringen können. Jedenfalls haben wir den Samen, den wir letztes Mal abgegeben haben, nun endlich eingesammelt. Ja, wie ihr seht, bin ich im Zweispieler-Modus. Bin ich aber eigentlich gar nicht. Sarah ist nicht da, das ist nur vom letzten Mal so und der andere Controller ist jetzt halt an. Wir müssen natürlich noch diese Challenge hier machen. Okay. Was müssen wir denn erreichen? Ja. Was sagst du? Was sollen wir erreichen? Okay. 15 Mal. Okay. 1. 2. Tempo, okay. 3. 4. Das könnte sich jetzt ein bisschen hinziehen. Schnell zurück. Ich glaube, wir müssen ihn nur irgendwie treffen. Ich glaube, wir können ihn nicht falsch treffen. Was schon mal relativ gut ist. Weil solange wir ihn treffen, sind wir im goldenen Bereich. Oh mein Gott. Zack. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anstrengend. Und vielleicht auch nicht ganz so spannend. Aber ich hoffe nicht, dass es die nächste Seilspring-Challenge wird. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Wie habe ich den denn jetzt verpasst? Ja, toll. Ich habe einfach keine Augen im Kopf. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerer, dass ich hier das räumliche Sehen anscheinend nicht ausreichend ausgeprägt habe. Immer schön wieder in die Mitte, damit wir gut reagieren können. Aber anscheinend. Wow, war da. Wow. Der war natürlich knapp. Der war knapp. Okay, oh! Da hat uns gerade noch der Timer gerettet. Puh! Das war echt close, dass das nicht gezählt hat als ein Versagen. Und der kommt zurück. Nein! Oh! Jetzt waren wir so. Ich wollte es nicht verschreien, ne? Und ich habe es doch verschrien, indem ich angefangen habe, drüber zu reden. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Aber ich finde, es ist einfacher als die Seilspringen-Challenge. Ich sag mal, wenn man jetzt gutes räumliches Sehen hätte, nicht so wie ich, dann würde das, glaube ich, funktionieren. Klar, räumliches Sehen auf dem 2D-Bildschirm ist natürlich ein bisschen schwer, aber ich glaube, ich tue mich schwerer da, das einzuschätzen als andere. Aber ich getestet habe ich es persönlich jetzt noch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man da testen kann. Wisst ihr, wie man sowas testen kann? Nee, ne? Oh, der war auch schon wieder knapp an dran vorbeijumpen. Und der kommt natürlich direkt zurück. Ich möchte, dass ihr mal beachtet, was für eine Passgenauigkeit wir haben. Ich meine, jeder von unseren Dingern sitzt perfekt auf ihn drauf. Okay, ich muss dafür nichts machen, ne? Weil sonst würde das halt die ganze Zeit schief gehen. Haben wir gerade mit dem Fuß gekickt. Yes! Moundy Mound! Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen für die nächste Stufe. Ich hoffe eher sowas wie 30 oder so vielleicht.
Okay. Ist eh hinfällig, wir holen uns schon mal den Mond hier ab. Beach Volleyball Champion sind wir nun. Und was ist denn die... 100 Mal! Das ist... Oh mein Gott, das ist die nächste. Das ist die nächste Seilspring-Challenge. Wir sind angekommen an unserem neuen Nemesis. 100 Stück! Ich hab noch am Anfang ein paar Amiibos in den Ofen gesteckt, die wir uns jetzt abholen könnten, sollten. Boah, denn da habe ich jetzt noch keinen Bock drauf. Aber wie wir sehen... Achso, im Zweispielermodus geht das nicht. Dann wechseln wir natürlich in Einspielermodus und holen uns ein paar Amiibos ab. Wie? Hä? Ich hatte doch welche eingescannt. Was soll das denn? Sind die jetzt hinfällig oder wie verstehe ich das? Anscheinend schon, weil ich hatte 3 Stück eingescannt. Oder hat er mir die jetzt angezeigt? Er hat die mir nicht angezeigt, ne? Ihr sagt mir nicht, der hat mir einfach meine Amiibos geklaut. Was, habt ihr jetzt 5 Minuten am Anfang des Parts verdaddelt? Dass die Amiibos irgendwann aktiviert sind und dann... Das ist doch nicht fair. Haben wir das hier schon gemacht? Da müssen wir nach ungewöhnlichen Schiffchen Ausschau halten. Ich persönlich sehe aber überhaupt keine Schiffchen. Hiermit kann man auf jeden... Nee, man kann nicht damit Captain Toad entdecken, ne? Muss ich jetzt den Mond anstarren? Ich kann es probieren. Mein Cappy hat ja eben schon einen Kommentar dazu abgegeben. In die Sonne gucken. Ist nicht gut, Kinder. Schau bloß hier in die Sonne. Du tust nur deinen Augen weh. Und wo er recht hat, hat er eigentlich recht, ne? Ganz so klug ist das nicht. Sagt noch was zum Mond? Na, es sieht irgendwie nicht so aus. Kann man Tiara spotten? Und da oben können wir eine Kiste spotten. Sie sieht aber nicht sehr erreichbar aus. Nee, mit dem Viechis kommt man auf jeden Fall nicht hoch. Was kann man noch sehen? Aber ich sehe auch keine Schiffchen, die wir da jetzt angucken könnten, um das zu bekommen. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Wo können wir denn jetzt noch welche suchen? Also ohne Tipps tue ich mich da ein bisschen schwer, welche zu finden. Kann ich ja ganz ehrlich so sagen, ne? Glaube ich, Ding haben wir, wenn das wirklich was ist, schon 300 Mal gemacht. Und jetzt klettern wir nochmal dieses Stäbelchen hier hoch. Jetzt habe ich 100 Mal gesagt. 100 Mal! Das haben wir bestimmt schon gemacht. Oder? Ja, das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Das hat Sarah, glaube ich, mal durch Zufall gemacht, oder? Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Wo ist denn ein Mond? Ja, das ist ein Bild.
Da unten sind Münzen und ein Eingang zu einer Höhle. Vielleicht ist das etwas, das wir uns gegebenenfalls ansehen können. Natürlich können wir uns auch diese Münzen hier einverleiben. Wir müssen auch noch das Urlauber-Outfit kaufen, ne? Das haben wir noch nicht gemacht. Da sind auch noch welche. Wie gesagt, die können nicht schaden. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht vorhabe, alle Münzen zu bekommen. Okay, ja, da ist eine unsichtbare Wand. Und dafür brauche ich locker so einen Jumpy. Ach, und da waren wir ja schon drin. Ja, dann holen wir uns jetzt so einen Jumpy. Wie heißen die eigentlich? Wenn ihr das wisst, schreibt mir mal in die Kommentare, wie die Viecher heißen. Diese super awesome Geschwindigkeitsviecher. Oh, ich glaube, damit haben wir schon unser Maximum ausgenutzt. Ja, und da waren wir auf jeden Fall schon drin. Da oben zu dem Bild kommen wir meines Erachtens nicht hin. Hier 100 Stück ist, wie gesagt, meine neue Hassliebe. Samen müssen wir noch finden. Ich habe aber persönlich keine Idee, wo noch einer war. Ich kann natürlich mal wieder verzweifelt nach den Amiibos gucken und hoffen, dass da was draus geworden ist. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich jetzt neue Amiibos habe, die ich einscanne, nachdem ich umgeräumt habe? Das liegt daran, dass ich die jetzt, ich hätte die vorher auch ausgestellt, aber jetzt habe ich sie ausgestellt. Dann habe ich halt mir die ein paar rausgenommen, die nicht 100% so doll aussehen. Wie zum Beispiel den Mii-Schützen und den Mii-Kämpfer. Weil die haben einfach weniger Detail. Klar, deren Waffen sind irgendwie detailreich, aber der Rest ist irgendwie so wie so ein Mii halt, ne? So ein Mii hatte ja noch nie so ganz viele Details, ne? Müssen wir natürlich auch sagen, eigentlich ist das ganz gut getroffen. Aber irgendwie, ne. Weiß ich nicht, also ich finde die nicht schlecht, ne? So als Amiibo. Aber ich finde die jetzt toll. Ja. So, Hundi hat, glaube ich, noch nichts für uns. So, dann einmal bitte mit High Speed. Und dann gucken wir mal, ob wir da ein paar Monde ausfindig machen können. Oh. Das sieht aus wie eine Aufgabe für einen Cheap Cheap, würde ich sagen. Danke sehr. Cheap, cheap, cheapity cheap. Ich sage cheap, cheap, cheapity cheap, 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 cheapity cheap. Das ist ein Underground Cheap. Underground Cheap. Underground Cheap. Underground Cheap. Underground Cheap. Okay. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Oh mein Gott, das ist eine Zeit-Challenge. Oh. Na, super. Das ist ja genau das Richtige für mich. Das ist ja genau das Richtige für mich. Nein! Oh, ist das close?
Is that close? Also wieder ab in die Röhre. Nein! Uff. Küste lang, Tic-Tac-Turnier 1. So. Ich schätze aber mal, dass da ein Secret ist. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze jetzt mal, dass da ein Secret ist. Das müssen wir natürlich nochmal erkunden. Mein Cheep-Cheep ist weg, ne? Oh, wundervoll. Also mein Tipp ist... Mein Tipp ist, dass ich... Das ist anscheinend nichts. Naja, wenn was ist, dann wird uns irgendein Amiibo ja wieder hier hinführen. Halte man davon, was man will. Hier scheint nicht mehr so viel los zu sein. Dann steigen wir mal mit den Luftblasen zusammen auf. Aus dieser Felsspalte. Zack. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seht es nächstes Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Tschüss.